darf euch sie sehr herzlich willkommen heißen im Namen des SK Rapid. Und der Paketservice ist, glaube ich, hier falsch. Ganz nach vorne zum Empfang, bitte. Dankeschön. Also wenige Stunden nach unserer Rückkehr steht schon wieder die nächste Aufgabe im Fokus. Am Sonntag 14 Uhr ungewöhnliche Beginnzeit gegen den WRC sind rund 17.000 Karten abgesetzt. Freuen wir uns wieder auf eine sehr schöne Kulisse und gleichzeitig begrüße ich dann unsere Podiumsgäste sehr herzlich mit der sportlichen Leitung Andi Müller und Mike Büskens und unserem Torhüter Richard Strebinger. Zum ersten Mal, glaube ich, auch auf Abruf im Nationalteamkader. Und ja, darf vorab sozusagen die Chefetage bitten, zuerst Andi, dann den Mike, vielleicht nach einer kurzen Nacht noch einmal zurückzublicken, auch auf gestern. War doch ein für uns Rapidler, glaube ich, schönes Unentschieden. Nur ein paar Sätze auch über die Bedeutung dieses Spiels, auch im Hinblick auf die weiteren Partien in der Meisterschaft. Ja, schönen guten Tag. Ja, es war natürlich am Ende sehr glücklich für uns, aber ich glaube, dass die Mannschaft sich für ihre Moral dann auch belohnt hat mit dem Ausgleich. Die letzten 5 Minuten oder 7, 8 Minuten 2 Tore zu schießen, ist auch nicht so, kommt nicht alle Tage vor. Von daher sind wir sehr, sehr glücklich über den Punkt. Eröffnet uns natürlich weiterhin die Möglichkeit, in der Gruppe aufzusteigen. Es werden die kommenden Spiele dann zeigen, ob wir das schaffen. Aber wichtig ist, und das habe ich immer wieder betont, dass wir in der Bundesliga performen müssen. Und da haben wir jetzt am Sonntag ein Heimspiel gegen den WRC, der uns im Hinspiel ja in der letzten Sekunde oder ziemlich knapp vor Ende noch 3 Punkte geklaut hat. Von daher müssen wir zusehen, dass wir in die Spur kommen in der Liga. Denn ich glaube, das ist unser wichtigster Wettbewerb. Und das gilt da am Sonntag auf jeden Fall, 3 Punkte hier zu behalten. Ich denke, dass die Mannschaft durch den Punktgewinn jetzt in Sassuolo auch genügend Vertrauen hat und belohnt worden ist. Und den Schwung einfach mitzunehmen in die Liga, um da möglichst dann die Punkte zu sichern, die uns ja in der Vergangenheit schon abhanden gekommen sind. Und deswegen gilt es natürlich, sich auf das Spiel sehr gut vorzubereiten, auszuruhen, zu konzentrieren und dann die nötigen Entscheidungen dann auf dem Platz dafür zu sorgen, dass wir das Spiel gewinnen können. Vielen Dank, lieber Mike, darf auch dich bitten, mit dem einmal drüber schlafen, vielleicht noch einmal kurz zurückzublicken, aber vor allem auch schon eine Vorschau auf das WRC-Spiel zu geben. Personell wird sich ja nicht allzu viel wahrscheinlich geändert haben. Hoffen, dass es keine frischen Verletzten gibt. Wie schaut es aus deiner Sicht aus? Ja, bei den frischen Verletzten muss man sagen, dass Arno jetzt gestern im Spiel kurz vor Schluss nochmal einen Tritt vors Knie bekommen hat. Wir schauen müssen, wie sich das Ganze entwickelt. Dafür hat aber Pavel heute Teile des Spielersatztrainings mitmachen können, sodass wir da eigentlich ganz positiv gestimmt sind, dass er uns zur Verfügung stehen kann. Ja, grundsätzlich war das natürlich gestern wichtig, dass wir nach einem 0-2 in Italien nochmal wiedergekommen sind. Das spricht für die Moral im Team, dafür, dass sie daran geglaubt haben. Es ist gut, dass auch die Tore erzielt wurden durch Spieler, die von der Bank kamen. Sprich, es hat uns gezeigt, dass wir da Optionen hatten, dass wir da nochmal einen positiven Effekt erzielen konnten. Und von daher sind wir sehr, sehr froh darüber, dass wir jetzt ja im direkten Vergleich mit Sassuolo vorne sind und in den beiden ausbleibenden Spielen in der Euroleague noch alle Möglichkeiten haben. Nichtsdestotrotz, ja, wartet in etwas mehr als 48 Stunden auf uns die nächste Partie gegen den WRC. Wir wissen, dass der WRC ja auch ein sehr kampfkörperbetontes Team hat, die natürlich hier etwas mitnehmen möchten. Wir müssen aber den Schwung, den wir aufgenommen haben durch die letzten Ergebnisse, den müssen wir mitnehmen, alles mobilisieren, alles reinhauen und dann hier den Dreier holen. Danke. Dankeschön. Richard, darf dich bitten, vielleicht aus Sicht des Spielers und der Mannschaft, wie wichtig war für euch dieser Kraftakt, da noch mit einem Punkt nach Hause zu reisen? Ja, natürlich war das sehr wichtig, weil ich glaube, wenn wir da verloren hätten, dann wäre es schon schwierig gewesen, noch aufzusteigen. Da hätten wir wahrscheinlich dann schon 2 Siege gebraucht.
Und natürlich sind wir alle froh. Also ich glaube, das ist nicht selbstverständlich, wenn du 2-0 hinten bist, dass du nochmal so zurückkommst. Da hat man auch gemerkt, dass die Mannschaft, glaube ich, bis zum Ende dran glaubt. Und das zeigt halt mal wieder die Moral der Mannschaft. Aber das Spiel ist jetzt auch schon eben abgehakt und jetzt geht es einfach darum, halt gut zu regenerieren und auf Sonntag zu schauen. Und wir werden dann wieder gut vorbereitet ins Spiel gehen und ja, alles reinhauen, dass man da 3 Punkte holen gegen WRC. Ja, Stichwort WRC, wir haben jetzt dreimal auswärts gespielt, ungeschlagen geblieben, 2-mal gewonnen, 1-mal Remis. Und jetzt wieder daheim. Ja, was nimmt sich die Mannschaft vor und wo muss man auch aufpassen gegen einen Gegner wie Wolfsburg? Ja, gut, das ist generell wie bei vielen Mannschaften in der Liga. Gegen uns wollen die mal sicher kompakt stehen, ab und zu sich auch mal Druck machen, uns die Bälle klauen und dann halt schnell umschalten. Und da müssen wir halt wach sein, eine gute Absicherung haben, gutes Passspiel haben und ja, einfach mutig nach vorne spielen, weil wir wissen, wer wir sind Rapid und daheim kann es nur einen Sieger geben. Vielen Dank. Darf ich den Adi Voss bitten? Eine Frage an den Mike Büskens. Kann das hilfreich sein, das Selbstvertrauen, was die Mannschaft jetzt mitgenommen hat und Selbstbewusstsein von den letzten 7-8 Minuten in Sassuolo für die Partie gegen Wolfsburg? Und ist es vorstellbar für Sie, dass Sie, nachdem sich diese Variante mit der Doppelspitze auch spielerisch bewährt hat, dass man gegen Wolfsburg mit dieser Aufstellung beginnt oder mit einer Doppelspitze? Ich habe das heute Morgen habe ich bei Sky die Zusammenfassung geschaut, weil ich mir nochmal die Tore anschauen wollte. Und da habe ich auch gehört, dass wir mit einer Doppelspitze gespielt haben. Aber meines Erachtens kam Jella ja von links. Wir haben dann mit Jella jemanden gebracht, der auch Spitze spielen kann, aber der gestern in der Positionierung eher von außen kam. Grundsätzlich ist es immer gut, wenn du torgefährliche Stürmer in und um den Strafraum hast. Ja, aber das kann jemand aus dem offensiven Mittelfeld sein, das kann ein verkappter Stürmer auf links außen sein oder eine zweite Spitze. Grundsätzlich ist natürlich die Frage jetzt nach dem Selbstvertrauen, die beantwortet sich da eigentlich von selbst. Wenn du da was holst, gibt es dir doch ein gutes Gefühl. Das ist doch normal. Und das sollten wir mitnehmen für uns und dann sollten wir alles mobilisieren, ja, bevor wir dann in die Länderspielpause kommen. Noch eine kleine Frage zur Euroleague. Die Aufstiegschancen sind intakt, wenn man gegen eine der beiden vorne liegenden Mannschaften, Entschuldigung, also Bilbao oder Genk gewinnt. Wie wahrscheinlich ist das, beziehungsweise wo halten Sie es eher für möglich? Also man muss ja an eine der beiden vorne liegenden Konkurrenten vorbeikommen, das geht nur mit 3 Punkten. Ja, aber das ist echt jetzt eigentlich gar kein Thema für uns heute, weil für uns zählt heute wirklich nur WAC, dieses Spiel am Sonntag, weil das hat für uns die größte Bedeutung. Und danach werden wir uns mit der Euroleague beschäftigen. Ne? Wir wissen um die Qualität beider Gegner. Ja, also wenn du dir anschaust, wie die Belgier ihre Spiele bestreiten, was sie doch auch vorne für eine Qualität haben, dann musst du sehr, sehr wachsam sein. Und über Bilbao brauchen wir auch nicht reden. Sie haben zwar, sie haben bisher auswärts nicht performt, aber das ist eine Mannschaft, die in der vielleicht besten, zweitbesten Liga der Welt spielt und dort zum vorderen Drittel gehört. Ja, wir brauchen 2 gute Tage, wir müssen alles abrufen, dann haben wir mit Sicherheit eine Chance. Aber wie gesagt, für uns zählt jetzt erstmal WRC. Noch eine Frage zu Schalke. Haben Sie gesehen, wie Sie gestern gefeiert wurden von den Schalke-Fans mit riesigen Transparenten, die Eurofighter-Helden? Nee, habe ich nicht gesehen. Riesige, also die Fans haben quasi erinnert an den Sieg von Schalke. Frenetischer Applaus für Mike Büskens. Für mich? Puh, weiß nicht. Dann auch für Andi, weil Andi hat das Ding auch gewonnen. Aber das jährt sich jetzt, glaube ich, zum 20. Mal.
Und war für den Verein mit Sicherheit etwas Besonderes, Historisches, was wir geschafft haben, weil wir wahnsinnig geschlossen waren, weil einer für den anderen einstand. Das sind Werte, die zählten vor 20 Jahren, die zählen aber heute auch noch. Ja, und ich denke, dass jeder, der damals dabei war, darauf sehr, sehr stolz ist. Und das zeigt, dass man als vermeintlich Kleinerer immer eine Chance hat gegen den vermeintlich Großen. Aber wie gesagt, nur über Synergieeffekte, über eine Geschlossenheit, über ein Füreinander einstehen. An diesen Werten wird sich nie was verändern, auch wenn sich sonst vieles geändert hat in den 20 Jahren. Dankeschön. Bitte gib's kurz zu Michi Rostal nach hinten und dann wechseln wir die Seite von OF zu Sky. Dankeschön. Ich finde es ganz interessant, dieses Wechselspiel Bundesliga und Europa League, und dazwischen hört man dann immer das letzte Spiel abhaken und aufs nächste Spiel konzentrieren. Jetzt habe ich aber den Eindruck gehabt, schon auch gestern, dass das sehr viel auch war für Rapid zum Anhalten aus dieser Schlussphase. Viele Dinge, die man raussaugen und auch mitnehmen kann, eben auch in die Bundesliga und zum nächsten Spiel noch dazu, wo es in letzter Zeit schon noch ein bisschen etwas zum Stabilisieren und so weiter gegeben hat bei Rapid. Was sind da so die konkreten Punkte von gestern, die man jetzt nicht nur abhackt, sondern die man wirklich mit reinnimmt ins Wohnzimmer Bundesliga? Ja, es sind Dinge, die wir den Jungs heute auch visuell vorgeführt haben, dass wir glaube ich, in der ersten halben Stunde bis zu diesem Tor eine gute Kontrolle hatten gegen ein Serie A-Team. Also, dass wir wirklich da auch einige vernünftige Passagen hatten, wo die Italiener nicht so den Zugriff auf uns hatten, wo sie selbst ja auch in einem Heimspiel, was sie eigentlich sehr offensiv und sehr aggressiv angehen wollten, wo sie wie gesagt Probleme hatten, dann ihren Rhythmus zu finden, Probleme hatten, auch Chancen herauszuspielen. Davon gab es in der ersten Halbzeit nicht so viele. Wir hatten vielleicht die größte durch Joe. Das sind dann die Dinge, die musst du dann machen in so einem Spiel, auf so einem Niveau, gegen eine Mannschaft, wo du vor zwei Wochen dann auch festgestellt hast, dass es auf Nuancen ankommt. Wär's hilfreich, wenn du dann noch dieses 1-0 machst, um den Druck auf den Gegner noch mehr zu erhöhen. Das sind Dinge, die wir im Positiven mitnehmen können. Aber es gibt natürlich auch Dinge so, in den Momenten, wo wir nicht mehr so aktiv waren, so wie vielleicht auch vor dem 1-0, wo wir dann dem Gegner die Möglichkeit gelassen haben, ja, aus einem etwas offenen Raum in eine Aktion zu starten, zu spielen und zu gehen, dass wir uns da auch noch anders verhalten müssen. Grundsätzlich, wie gesagt, war es wichtig, dass die Mannschaft daran geglaubt hat, wiederzukommen. Dass die Mannschaft sich dann dafür auch belohnt hat. Aber es waren auch noch ein paar andere Dinge, die wir mitnehmen werden, die wir den Jungs dann heute auch vorgeführt haben. Richie, kannst du wahrscheinlich auch aus Sicht deines Spielers ganz gut beantworten, was man mitnehmen kann. Du hast ja auch beim Stand von 0-2 in der, glaub, 50., 51. Minute mit zwei tollen Paraden dafür gesorgt, dass zwei Tore gereicht haben noch für den Ausgleich. Ja, der Trainer hat schon gesagt, natürlich analysiert man immer die Spiele. Ich persönlich mache das auch mal mit unserem Torwarttrainer, mit dem Raimund Hedl, noch mal zu zweit. Und wie es der Trainer gesagt hat, es geht darum, dass man Dinge auch anspricht, die man besser machen kann. Und gerade die positiven Dinge, die jeder Spieler für sich, wie eben ich jetzt, eine gute Aktion oder glaube ich auch die Feldspieler, daraus Kraft schöpfen und Selbstvertrauen und das halt dann auch ins nächste Spiel übertragen. Darum geht es einfach, dass man, wie gesagt, die schlechten Dinge halt anspricht, aber dann auch abhackt und die guten Dinge einfach nutzt, um mit noch mehr Selbstvertrauen im nächsten Spiel aufzutreten. Dankeschön. Michner, Nachfrage oder sonst würde ich dir bitten, über den Gang. Dankeschön. Diese Trendumkehr, die ist jetzt eigentlich schon mit den beiden Siegen im Cup und in der Meisterschaft eingeleitet worden. Wie sehr verstärkt dieses 2-2, dieser gefühlte Sieg, das Ganze noch einmal? Und wie sehr fühlen Sie das jetzt auch, dass diese schwierige Phase vorbei ist, dass das Ganze abgeschlossen ist? Die Frage an den Trainer. Aha.
Ihr Kollege hat gerade gesagt, dass wir einen engen Rhythmus haben und dass wir alle 3-4 Tage spielen. Und von daher sind Dinge, ja, geht es immer darum zu entwickeln. Denn Entwicklung oder zu Entwicklung gehören auch Phasen, wo du vielleicht mal nicht so performen kannst. Da sind wir nicht die Einzigen. Das teilen wir, glaube ich, das Schicksal teilen wir, glaube ich, mit vielen, vielen Vereinen. Wir hatten Phasen, da habe ich uns schlechter Fußball spielen sehen als in den letzten Wochen, auch wenn wir Spiele verloren haben oder so. Also von daher geht es immer wieder um Entwicklung. Ich glaube, dass die Mannschaft noch nicht am Limit ist, weil sie auch noch Erfahrungen sammeln muss, weil sie auch sehr, sehr viele Spieler hat, die fast noch ein jugendliches Alter haben. Und von daher sind das Teile, die dazugehören, ja, die jeden ein Stück weit weiterbringen. Nicht nur die positiven Ereignisse in deinem Leben prägen dich und entwickeln dich, sondern auch die negativen Phasen. Aber haben Sie das Gefühl, dass das jetzt gestern auch noch einmal extrem wichtig war, um das Ganze einfach hinter sich zu lassen? Ja, natürlich war es wichtig, dass du dann gewinnst. Ja? Aber glauben Sie mir, wir werden vielleicht am Sonntag hier sitzen, ja, oder in 2 Wochen hier sitzen, und dann wird es wieder heißen, war es nicht extrem wichtig, das? Ja? Und von daher, wie gesagt, nehmen wir das gerne mit. Wir haben gesehen, dass die Mannschaft an sich glaubt, dass die Mannschaft nicht aufsteckt, und das ist gut. Jetzt hätte ich noch eine Frage. Gestern haben ja die beiden Stürmer getroffen. Die sind viel kritisiert worden, dass die Stürmer bei Rapid nicht treffen. Wie wichtig war das auch für die Mannschaft, dass die Stürmer gezeigt haben, wir können es? Ja, das ist doch... Ich meine, wer schon mal ein Tor geschossen hat auf diesem Niveau, weiß, wie sich das anfühlt. Es gibt, glaube ich, wenig schönere Gefühle im Berufsleben, als wenn du so einen Ball da reinjagst. Und die Jungs sind gut, aber die Jungs sind halt auch noch sehr jung. Wenn ich mir anschaue, die Stürmer von Sassuolo, Matri, ein Spieler mit allen Wassern gewaschen, der, glaube ich, schon bei Juve gespielt hat, dort mehrfach Meister geworden ist, und De Frel. Das sind Jungs, die haben ein paar Erfahrungswerte, die sind uns ein paar Erfahrungswerte voraus. Ja? Wir als Rapid müssen auf junge Spieler setzen oder wollen, dürfen, nicht müssen, hört sich doof an. Ja? Und dann gehört es halt dazu, dass die Jungs noch nicht am Ende ihrer Entwicklung sind, sondern dass sie halt in vielen Situationen vielleicht noch nicht so abgeklärt sind, noch nicht so ruhig sind. Aber wir sind sehr, sehr zuversichtlich, dass sie sich dahin entwickeln. Ja? Weil sie sind noch nicht fertig. Viele, viele Spieler sind noch nicht fertig, gerade wo uns auch ein paar Stützen fehlen, auch ein paar etablierte Stützen, auch ein paar Jungs, die schon ein paar Schlachten geschlagen haben im Fußball. Ja, und die Jungs, die dann dafür reinkommen, wie gestern auch Toni, die machen es sehr, sehr gut. Aber die können noch nicht fertig sein. Dankeschön. No, weitere Frage? Nein? Okay. Keine Fragen mehr? Von den Herren in dem Fall, die Dame hat gefragt, bitte. Andi, darf man das Mikrofon nochmal? Dankeschön. Danke dir. Weil Sie jetzt gesagt haben, es ist eine junge Mannschaft, Sie müssen, dürfen mitarbeiten, eine Frage an den Sportdirektor: Wäre es beim Kader vielleicht, bei der Kaderzusammenstellung vielleicht nicht gescheit gewesen, einen Routinierten noch als Backup sozusagen, einen Routinier, der im Mittelfeld oder jemand, der in kritischen Phasen ein bisschen Ruhe reinbringen kann? Das Debüt gestern mit dem 18-jährigen Außendecker ist wunderbar gelungen, war eine tolle Geschichte, aber das hätte natürlich genauso ziemlich in die Hose gehen können.
Ja, man kann natürlich immer drüber nachdenken, dass man in einer Mannschaft dann erfahrene Spieler hat, dass man sogenannte Leitwölfe auf dem Feld hat, aber ich denke, man darf auch nicht vergessen, dass wir schon gebeutelt sind mit einigen Leistungsträgern und Spielern, die, glaube ich, auch eine Menge Erfahrung schon haben. Ob das Steffen Hoffmann ist, ob das Stefan Schwab ist. Also wir haben da schon Spieler, die die Mannschaft führen können. Aber für mich ist trotzdem sehr, sehr wichtig, dass man an dem Weg, den wir eingeschlagen hier haben bei Rapid, dass wir daran festhalten und dass wir weiterhin auf eigene Spieler aus den eigenen Reihen setzen und dass wir auf die Entwicklung der Spieler setzen, die wir auch geholt haben und die auch schon eine Zeit hier sind. Also ich denke, wenn man dann die Mannschaft sieht in den letzten Wochen, die ja durch viele Dinge auch gebeutelt war, und dann sind wir auf dem ordentlichen Weg, eine Trendwende herzustellen, aber wir sind noch nicht da, wo wir uns gerne sehen möchten. Das ist auch klar. Und deswegen ist es aber trotzdem wichtig, dass die Mannschaft in vielen Phasen dann auch diese Nackenschläge, die wir bekommen haben, dass wir die wegstecken und dass die Mannschaft dann eine große Mentalität zeigt, gerade in Phasen, wenn ich dran denke, zu Hause hier im Derby gegen die Austria ein gutes Spiel machst, kriegst dann kurz vor der Pause so einen Elfmeter. Ein Schwab scheidet dann mit Knöchelbruch aus. Dann hast du jetzt gestern eigentlich das Spiel 30 Minuten unter Kontrolle. Einen Moment passt du nicht auf und das ist normal im europäischen Fußball. Und kriegst dann ein Tor und kriegst mit der Halbzeit quasi noch ein zweites Tor. Und das ist für so eine Mannschaft, die dann, sag ich mal, doch nicht so die ganz große Erfahrung hat, aber sicherlich einige Spieler in den Reihen, die dann trotzdem weitergehen. Und das ist unser Weg. Und deswegen bin ich da auch sehr optimistisch für die Zukunft, dass wir diese Phase gut überstehen jetzt und dass wir uns da richtig freikämpfen. Und dann kommen auch wieder die erfahrenen Spieler irgendwann zurück. Also ich denke, das ist und bleibt unser Weg. Und mir macht es Spaß, junge Spieler zu sehen, weil das ist auch, wenn man im ganzen europäischen Fußball sieht, wie viele junge Spieler jetzt schon frühzeitig zum Einsatz kommen, ob 18, 19 Jahre alt sind. Also ich denke, das muss auch weiter unser Ziel sein. Kurze Zusatzfrage noch an Trainer Ehr. Worauf wird denn der Fokus in der Länderspielpause jetzt nach dem WRC-Spiel gelegt werden? Spielerisches Feintuning? Wie bitte, Entschuldigung? Auf spielerisches Feintuning oder wo? Ja, es ist ja erstmal so, dass wir, sechs Spieler mit Ländermannschaften unterwegs sind. Es ist so, dass natürlich auch der eine oder andere ein bisschen Pause braucht. Ich habe es gestern schon gesagt, ich glaube, für den einen oder anderen war es das 24. Saisonspiel. Und von daher müssen wir das sehr, sehr differenziert sehen, ja, wie wir das angehen. Ich glaube, dein Torhüter-Kollege Pauli Gartl ist auch soeben noch nachnominiert worden in die U21-Nationalmannschaft, weil es einen Ausfall gegeben hat. Also einer weniger zum Trainieren. Wenn Ritchie auch noch nachberufen wird, müssen wir Spiele ohne Tore machen. Alles klar. Bitteschön, gibt's Thomas, alle darf ich dir bieten, kurz zum Kollegen Muck. Sehr nett, Dankeschön. Herr Büsken, Sie haben angesprochen die Entwicklung der Mannschaft. Wie sehen Sie den Status der Entwicklung? Was sind Ihrer Meinung nach die nächsten Schritte, die die Mannschaft machen muss? Und wenn man auf die letzten beiden Spiele zurückblickt, in der Südstadt war es ein Arbeitssieg, gestern war es eine Willensleistung. Waren gerade diese beiden Spiele und diese beiden Momente auch sehr wichtig in der kurzfristigen Entwicklung der Mannschaft, dass man gesehen hat, es geht ja doch, auch wenn man jetzt salopp gesagt nicht den spielerischen Gala-Anzug anhat, dass man ein Resultat auch erzwingen kann? Na, nicht nur für die kurzfristige Entwicklung, sondern auch für die langfristige Entwicklung ist es wichtig. Ja, kein Problem. Ich hätte gern noch mehr gehört von der Melodie. Auch für die langfristige Entwicklung ist es sehr, sehr wichtig, weil du wirst nicht alles immer nur spielerisch lösen können, sondern du musst auch oftmals über die Mentalitätsschiene kommen, über den Glauben kommen, weil du hast seltenst Phasen, wo der Gegner Spalier steht und dir zuschaut, sondern du musst dann auch natürlich neben deiner spielerischen Qualität, die wir immer einsetzen wollen,
musst du auch einen Gegner bezwingen wollen. Und dafür waren die letzten beiden Spiele gut, ja. Und jetzt rein von der sportlichen Entwicklung her, von den Einzelspielern her, von der Mannschaft des Gesamtes, von der Taktik her? Ich glaube, dass wir natürlich jetzt auch dadurch, dass Quilly weiter ist, dass Jella weiter ist, dass wir gerade auch in der Offensive, im Zentrum gute Alternativen haben, die es uns erlauben, auch mal Joe etwas rauszunehmen, weil er einen wahnsinnig hohen Aufwand betreibt in seinen Spielen, weil er sehr, sehr oft gespielt hat. Eine Situation, die er so gar nicht kannte aus den letzten Jahren. Und von daher gibt uns das natürlich Optionen und auch Vertrauen. Wir haben gesehen, dass wir uns auf unsere jungen Spieler verlassen können. Ob es Tamás ist, der jetzt schon ein fester Bestandteil dieses Teams ist, aber auch erst 20 Jahre alt ist, ob es Tourney ist, der gestern ins kalte Wasser geschmissen wurde und da seinen Mann gestanden hat. Wir dürfen nicht vergessen, dass Joe auch erst 20 Jahre alt ist, dass Murgi und Louis 21 Jahre alt sind, also noch sehr, sehr jung, noch am Anfang ihrer Entwicklung. Und wenn man sich dann anschaut, wie der eine oder andere von diesen Jungs performt, wenn ich dann an Louis denke, wie fokussiert der eigentlich ist, wie konzentriert der eigentlich ist, wie toll er sich auch dann so als Persönlichkeit darstellt, der nie aufgibt, dann ist das schon eine super Entwicklung. Wenn wir uns die Entwicklung von Richie anschauen, dann ist sie sehr, sehr positiv. Der wirklich in den Spielen total gut performt hat, der dadurch auch belohnt wurde, dass ihn jetzt der Teamchef zumindest ins Aufgebot auf Abruf genommen hat und so. Das sind Entwicklungen, die stimmen uns positiv. Und ich glaube, dass wir wirklich ein gutes Potenzial haben, wenn der eine oder andere auch noch zurückkommt und wir haben diesen jugendlichen Elan mit der gewissen Form der Abgeklärtheit, dann haben wir wirklich eine sehr ordentliche Qualität. Und eine Frage habe ich noch zum WRC am Sonntag. Der WRC wird mit einem 4-4-2 oder 4-4-1-1 wahrscheinlich kommen. Anders als wie die meisten Teams in der Liga, mit einem Stoßstürmer oder einem dahinter oder mit zwei im Zentrum, überlegen Sie da auch taktisch darauf zu reagieren? Ist es dann möglicherweise auch in 4-4-2 im Spiegel eine Option in Ihren Überlegungen? Ja, das kann eine Option sein, aber du kannst natürlich auch in einem anderen System spielen, weil du dann hoffst, dass du irgendwo eine Überzahl bekommst, ja, und die Überzahl dann auch gut ausspielst. Also das sind die beiden Überlegungen, die man hat. Alles klar. Dankeschön. Gibt es noch abschließende Frage oder Fragen? Scheint nicht so zu sein, dann wie immer vielen Dank fürs Interesse. Wie gesagt, Ankick am Sonntag, ungewöhnlich 14 Uhr. Heißt Öffnung Stadion und hier Medienbereich 12.30 Uhr, fast Heinun. Bis dahin, schöne Zeit. Danke.